Willkommen zum dritten Video von der Hypixel-Reihe. Und zwar haben wir uns ja im ersten Video um das schnelle Geld bekommen gekümmert. Dann haben wir uns in dem Video danach um das Skyblock Leveling gekümmert. Und in diesem Video kümmern wir uns um das Bazaar Flip. Ich habe jetzt beispielsweise aus dem letzten Video 1,68 Millionen bekommen. Und damit flippen wir jetzt mal ein paar Sachen. Denn ihr könnt beispielsweise ganz entspannt hier bei Farmen gehen. Momentan gehen ja einfach, man muss es einfach sagen, die Seeds richtig ab. Die Seeds sind wieder, wie ihr seht, hochgegangen. Die waren auf, glaube ich, was waren die denn? Auf 2600, 2800 vorher. Jetzt sind sie wieder auf 3000. Und ihr könnt hier dann einfach beim Bazar, wenn ihr hier rauf geht, ihr geht hier zu diesem Bazar-Männchen. Wir können uns ja mal kurz eine leere Lobby holen, damit wir ein bisschen Ruhe haben. Ich würde sagen, die Lobby ist auf jeden Fall sehr perfekt, denn ich bin hier einfach allein und habe hier meine Ruhe. Ihr geht zu dem Bazaar-Minion, geht dann hier auf Enchanted Seed beispielsweise, nicht Instantly kaufen, sondern geht hier rechts auf Create Buy Order, nehmt euch einfach mal 160 mit und jetzt habt ihr verschiedene Kategorien. So, die ersten zwei sind fast gefühlt einfach gleich, das ist gefühlt kein Unterschied, aber wie ihr seht, hier 421.000 würde ich dafür zahlen und hier zahle ich 417.000. Ich kaufe das jetzt einfach mal hierfür für 417.000. Dann muss ich kurz warten, bis meine Order gefüllt ist. Und wenn diese dann gefüllt ist, dann sehen wir uns gleich wieder. Und unsere Order ist auch schon gefüllt. Ich musste das jetzt leider ein paar Mal mehr mal machen, weil Weizenminions einfach extremst beliebt momentan sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal hier Weizen für, ich glaube, 2600 pro Stück gezahlt. Das heißt, ihr geht hier auf Manage Orders, könnt hier rüber gucken und seht, ah, wir haben 2629 gezahlt für 160 Stück. Wir machen Rechtsklick drauf. Ihr könntet das Ganze jetzt canceln, dann bekommt ihr die Order ins Inventar. Oder ihr macht hier auf Flip Order. Hier seht ihr leider, dass jemand gerade für 2900 verkauft. Das könnte sein, dass jemand den, ja, vielleicht das manipulieren möchte. Dazu könnte man ja auch noch mal ein Video machen, wie man den Bazar manipuliert. Solltet ihr aber nicht machen, denn ihr werdet dafür höchstwahrscheinlich gebannt. Wir gucken uns das Ganze jetzt noch mal an. Ja, hier, ihr seht, jetzt geht der Preis leider wieder runter. Aber wir können jetzt hier Restick drauf machen, verkaufen das Ganze für 2890. Jetzt einfach mal beispielsweise 2890. Und seht, dass ihr einen Total Profit von 41.648 Coins macht. Das Ganze könnt ihr natürlich auch, aber das ist natürlich sehr, sehr, sehr riskant. Allgemein, das Bazaar Flipping ist sehr riskant. Die Preise gehen unglaublich schnell hoch. 2.890 habe ich jetzt hier eingetragen und ihr seht, das ist jetzt schon bei 2.889, weil die Leute unnormal schnell verkaufen. Ihr könnt das aber drin lassen. Weizen, hier Weizen Seeds sind momentan sehr, sehr beliebt. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch mit Sachen machen, die extremst teuer sind. Beispielsweise mit einem Cookie. Ihr seht hier ein Cookie für 4,88 Millionen und ihr würdet das Ganze ungefähr für 4,95 Millionen verkaufen. Also ungefähr einen Profit von so ungefähr, sagen wir, 100.000. Würdet ihr extremst viel Geld haben, könntet ihr das alles kaufen und dann richtig viel verkaufen und würdet einen unnormalen Profit machen. Das Ganze könnt ihr beispielsweise auch hier machen. Das hier ist geisteskrank, muss man einfach mal sagen. Ihr könnt das für 2600 kaufen und für 8, also ne, für 2600 kaufen, sage ich schon, für 2,6 Millionen kaufen und für 8,7 Millionen verkaufen und würdet einfach einen unnormalen Profit von 6 Millionen machen. Das ist echt geisteskrank. Ihr könntet rein theoretisch auch einfach gefühlt den ganzen Markt leer kaufen und damit einen eigenen Preis festlegen und damit den ganzen Markt komplett, ja, manipulieren. Aber das ist nicht das Thema von dem Video, denn wenn das hier dann geflippt ist und es funktioniert, wir hätten das eventuell vielleicht auch mit einem anderen Item machen können. Beispielsweise, ich glaube, Glowstone geht auch sehr ab. Da können wir eine Buy-Order beispielsweise von 64 machen. Ich kaufe jetzt einfach das hier. Bam. Ich kaufe das jetzt. Dann hoffe ich, dass meine Order schnell gefüllt wird. Das Ganze können wir dann hierüber auch wieder gucken. Da könnt ihr dann sehen, wie viele Leute das schon gemacht haben. Und wenn es gefüllt ist, könnt ihr das Ganze wieder verkaufen und dann habt ihr einen Profit gemacht. Und ihr seht, meine Order wurde gefüllt. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, wer da alles reingepayt hat. Wir machen wieder Rechtsklick drauf. Sind hier 925. Der Preis ist auch wieder hochgegangen. Wir machen das alles jetzt für 924 beispielsweise rein und machen damit einen Profit von 7.200. Wir haben jetzt auch nur 64 gekauft. Hätte man viel, viel mehr kaufen können.
Und jetzt will ich euch das Ganze zeigen, denn hier ist es auch schon direkt fertig geworden. Das heißt, ihr könnt das Ganze einsammeln. Wir haben jetzt 58.000 gemacht. Dann können wir beispielsweise auch wieder hier hingehen, machen eine Buy-Order, gehen hier bei 160 rein, kaufen das diesmal für 129.000, warten, bis es gefüllt ist und können es dann wieder verkaufen. Ganz einfache Technik, kann man ganz entspannt und ganz gediegen machen. Und man sieht hier auch, es wurde schon gefüllt. Jetzt gehen wir hier mit Rechtsklick rein, flippen die Order 924 einfach, gehen rein und sehen, jetzt haben wir 18.000 Profit gemacht, wenn es dann gekauft wird. Und so könnt ihr das eigentlich die ganze Zeit machen. Ihr müsst gucken, was einfach super, super abgeht, was nicht unnormal schnell gekauft wird. Aber ihr seht hier auch, das Enchanted Glowstone wurde jetzt schon wieder gekauft und wir könnten also fast alles gekauft, wir können das claimen. Hiermit müssen wir einfach jetzt aufpassen. Wir nehmen das einfach ins Inventar, können dann hier raufklicken, können dann hier auch einen Sell-Offer machen und machen dann einfach das hier für rein und warten und hoffen, dass es gefüllt ist. Was natürlich schon direkt gefüllt ist und es wurde tatsächlich beides direkt gekauft, geisteskrank, können das dann einsammeln und haben einfach einen Profit gemacht, wie ihr hier rechts sehen könnt. Wir hatten am Anfang des Videos noch 1,6 irgendwas Millionen und haben jetzt 1,7 Millionen. Also das heißt, wir haben auf jeden Fall Profit gemacht. Ich hoffe, ihr habt das Ganze verstanden. Falls Fragen sind, kommt gerne auf meinen Discord-Server oder schreibt es einfach in die Kommentare. Und somit war es dann auch das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ja, mal gucken, was das nächste Video ist, was mir dann noch so einfällt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, bis dann und ciao, ciao. Und ich fahre wieder durch die Nacht, Autobahn 200 km/h. Und ich gebe wieder einmal Gas, ausgebrannt, komm mal am Start. Sag, wann bist du wieder da? Denn ich kann nicht mehr. Sag, wann bist du wieder da? Denn ich habe Schmerz. Sag mir bitte nur, wohin die Reise führte. Denn bisher hat mich keiner so berührt. Innerlich am Weinen alles kühle. Gib mir bitte nochmal das Gefühl. Blicke nach draußen und ich mag es nicht. Fahre durch die